Ja, wir sind hier heute eingeladen worden über Klasse gegen Klasse und LabourNet und sollten gemeinsam darüber berichten, wie Arbeitskämpfe im Gesundheitswesen stattfinden können, um halt für gerechte Löhne zu kämpfen, aber auch dafür zu kämpfen, dass die Ausgliederungen ein Ende haben und andererseits auch die ausgegliederten Töchter wieder zurückgeführt werden in die Mütter. Und deswegen haben wir uns hier heute zusammengefunden und haben gemeinsam auch überlegt, wie Bündnispartner uns unterstützen können in unserer Auseinandersetzung. Denn es sind ja nicht nur tarifliche Auseinandersetzungen, sondern auch politische Forderungen, die wir haben. Und brauchen in dem Zusammenhang halt auch Unterstützung aus der Öffentlichkeit, aus der Berliner Bevölkerung und so weiter. Rauskristallisiert hat sich mehr oder weniger, dass das gesamte Gesundheitswesen mehr oder weniger am Arsch ist und dass wir endlich was dagegen tun müssen. Und zwar in allen Bereichen, auch in der Pflege, mehr Personal, die Rückführung der Töchter ist wichtig und eben ordentliche Bezahlung. Die Situation der Pflege in Berliner Krankenhäusern ist halt so, dass sich über die Jahre hinweg ganz viel Pflegepersonal abgebaut hat oder abgebaut wurde aufgrund der schlechten Krankenhausfinanzierung und der Ökonomisierung im Krankenhaus. Und um halt Kosten zu sparen, wurde einerseits viel ausgegliedert und andererseits auch Pflegepersonal abgebaut. Und das hat eine Verdichtung der Leistungen im Pflegebereich, führt zu einer Verdichtung der Arbeitsleistung und das heißt also, wir haben immer weniger Zeit für unsere Patienten und das erschöpft die Pflegekräfte, das macht sie krank und deswegen wollen sie sich jetzt gegen diese schlechten Arbeitsbedingungen, die sich über die Jahre entwickelt haben, wollen sie dagegen kämpfen. Nicht nur im Pflegebereich ist Personal massiv eingespart worden, auch in den Servicebereichen und zusätzlich noch die Ausgliederung, um einfach mal Tariflöhne zu brechen. Bei mir ist konkrete Arbeitssituation, dass ich mit Beschäftigten, also mit Kollegen arbeite, die deutlich weniger Geld verdienen, die keinen Tarifvertrag haben und diese Ungerechtigkeit eigentlich schon seit 10 Jahren in der CFM existiert und damit muss ganz einfach jetzt mal Schluss sein. Weil die Charité, der Klinikumsdirektor hat es nochmal ganz deutlich gemacht, die CFM ist für ihn ein Erfolgsmodell. Da wird unglaublich viel Geld gespart, Geld, was wieder in die Investitionen fließt, was ganz einfach nicht der Krankenhäuser Aufgabe ist, Investitionen zu finanzieren, sondern die sollen das Personal vernünftig finanzieren und nicht weniger Personal einzusetzen und noch weiter zu privatisieren und dann auch noch schlecht zu bezahlen. Genau, man muss auch ergänzen, dass die Leistungen, die ja über die Töchter erbracht werden, ja genauso wichtig sind wie die Leistungen, die innerhalb der Mütter erbracht werden. Also Beschäftigte in der CFM, zum Beispiel die Krankenhausreinigung, das hat ja einen unmittelbaren Einfluss auch auf die Krankenversorgung. Gerade wenn man das Thema Krankenhaushygiene anspricht, aber auch Krankentransport, die Blutboten, das sind alles Beschäftigtenaufgaben, die eigentlich in ein Krankenhaus gehören, weil sie ja direkt auch mit Patienten zu tun haben und natürlich auch Auswirkungen auf die Patienten haben, aber nicht nur auf die Patienten, sondern auch auf uns Pflegekräfte. Wenn zu wenig Krankentransporter da sind, dann bedeutet das, dass Patienten sehr lange warten müssen, bis sie zu einer Untersuchung gefahren werden und dann am Ende, wo schon zu wenig Pflegepersonal da ist, das Pflegepersonal dann selber die Patienten zu den Untersuchungen fährt, obwohl gar keine Zeit mehr ist. Dann ist zum Teil dann bloß noch eine Pflegekraft auf Station. Das zeigt halt umso deutlicher, dass wir unsere Kolleginnen in den Töchtern auch wieder im Betrieb haben wollen. Ja, genau. Die ausgegründeten Bereiche gehören ganz einfach zum Krankenhaus. Das ist ganz einfach so, weil ohne Steri läuft kein OP, ohne Küche bleibt ganz einfach auch der Patient hungrig. Das sind Dienstleistungen, die gehören dazu und das müssen wir unserer Politik ganz einfach irgendwie verklickern und deutlich machen, dass ohne uns eben ein Krankenhausbetrieb auch nicht möglich ist. Wir haben beschlossen, dass wir den Tarifvertrag, den wir letztes Jahr abgeschlossen haben, nicht verlängern, weil wir gemerkt haben, dass so, wie wir ihn letztes Jahr verabschiedet haben, er so schwer umzusetzen ist, auch schwer zu kontrollieren und es de facto auch keine Verbesserung für die Beschäftigten gebracht hat, also keine spürbare Verbesserung und dementsprechend müssen wir da ordentlich nachbessern in dem Tarifvertrag und müssen deswegen auch wieder neu verhandeln. Wir wollen den Tarifvertrag weiterentwickeln, er hat gute Ansätze drin, aber die müssen halt konkreter werden und auch so konkret, dass das dann am Ende auch zu einer spürbaren Entlastung für die Beschäftigten führt. Und was wir
nicht vergessen dürfen, auch bei all den Kämpfen, die man in den einzelnen Berufsgruppen haben, dass wir darüber nachdenken müssen und das auch durchziehen müssen, dass wir gemeinsam kämpfen. Also sicherlich hat jede Bewegung, ob das CFM ist oder VSG, ihre eigenen Forderungen. Aber wir müssen gucken, dass wir gemeinsam stark auftreten und sagen, hier im Gesundheitswesen läuft konkret was falsch und dagegen müssen wir jetzt aktiv werden. Denn bei kommunalen Arbeitsunternehmen ist es ja eindeutig, dass der Senat unser Arbeitgeber ist eigentlich. Ja, also weder die Geschäftsführung von Vivantes noch sonst sowas, sondern der Senat von Berlin steht da in der Verantwortung. Und er lässt definitiv prekäre Beschäftigung in seinen Landesunternehmen zu und befördert sie sogar noch. Er lässt auch Streikbrecher zu, was ein No-Go ist. Ja, richtig. Also dadurch, dass wir ja eben nicht die Quoten festgelegt haben oder die Personalschlüssel festgelegt haben, sondern andere Richtwerte, nach denen sich orientiert wird, kann man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie viele Pflegekräfte, Patienten eine Pflegekraft betreuen muss, sondern man kann es jetzt nur über die Erhebungen, die jetzt deutschlandweit stattgefunden haben, sagen, sodass eine Pflegekraft bis zu 13 Patienten betreut im Durchschnitt. Das ist sehr hoch im Vergleich zum internationalen oder europäischen Raum, reicht ja schon dazu erwähnen, dass in Norwegen weniger als 5 Patienten betreut werden, in England 6 bis 8, also das ist schon eine Hausmarke und Deutschland hat da das Schlusslicht, was und das angeblich, wo es Deutschland so gut geht. Also ich kann vielleicht mit einem Praxisbeispiel dienen. Im Rahmen meiner Tätigkeit muss ich Bereitschaftsdienste machen und ich bin, das ist vielleicht jetzt ein halbes Jahr her, bin ich ins Klinikum gerufen worden, ins Klinikum Friedrichshain, weil es einen größeren technischen Ausfall gab und ich komme auf die Station, 26 war es glaube ich, und dort war eine einzige Schwester in der Nacht für die gesamte Station zuständig und aufgrund dieses technischen Defektes hatte sie sowieso schon alle Hände voll zu tun und war aber gebunden an eine demenzkranke Frau und sie war, also die Schwester war den Tränen nahe, weil sie wusste nicht mehr, was sie machen sollte. Also eine Person nachts auf einer Station ist ein No-Go, das geht gar nicht, überhaupt nicht. Wenn im Zimmer nebenan zum Beispiel plötzlich jemand einen Herzkasper kriegt, dann kann die Schwester sich vierteilen, klonen oder sonst was. Ja? Also es ist eben, kommt dahingehend auch zu gefährlichen Situationen, die man halt nicht mehr im Blick hat, wenn man alleine im Nachtdienst ist. Wir machen Gesundheit in der ganzen Stadt und demzufolge müssen wir auch Gesundheitspolitik zusammen machen. Also wir haben ja eine ähnliche Entwicklung gemacht durch die Sparhaushalte und Sparpolitik des Senates. Vivantes wurde gegründet, die Töchter wurden gegründet, die CFM wurde gegründet, weil eben die Charité sparen musste. Und das müssen wir ganz einfach organisatorisch mit einer Gewerkschaft oder wie auch immer irgendwie überbrücken, weil wir machen die Gesundheit und wir machen dann demzufolge auch die Gesundheitspolitik und da müssen wir Brücken bauen und andere Brücken einreißen. Ja, man muss ja auch sagen, Gesundheit geht ja jedem Menschen was an. Jeder von uns kann mal Patient sein und wir wollen ja auch, wenn wir ins Krankenhaus kommen, ja auch gut versorgt sein und wissen, dass wir da eine sichere Versorgung haben und dass immer jemand da ist, wenn wir einen brauchen und dass aber auch die ganze Technik läuft. Wenn ich in eine Narkose brauche, dass das Narkosegerät funktioniert und nicht irgendwie in der Ecke steht, weil der Techniker keine Zeit hat oder erst gar nicht da ist. Also das sind halt viele Faktoren. Oder ich möchte auch sicher sein, dass wenn ich ins Krankenhaus komme, dass das Krankenzimmer auch sauber ist und dass es auch die Standards erfüllt, die ein Krankenhaus halt gibt. Und dementsprechend ist es natürlich umso wichtiger, die Kämpfe gemeinsam zu kämpfen. Und ein Flächentarifvertrag ist immer wünschenswert. Da muss man halt gemeinsam kämpfen. Aber ich glaube, es geht hier um mehr. Es geht mehr um als um den Flächentarifvertrag. Es geht hier einfach mal um eine vernünftige Gesundheitspolitik. Definitiv. Ja, und eine vernünftige Krankenhausfinanzierung. Ja. Das Land Berlin muss seinen Pflichten nachkommen und den Investitionsstau auflösen und auch die Investitionskosten den Krankenhäusern zur Verfügung stellen, die ihnen zustehen per Gesetz. Und dem kommen sie halt nicht nach und dementsprechend sind die Krankenhäuser in der Not und müssen aus den Betriebskosten eben auch Sanierungen übernehmen, die sie normalerweise gar nicht bezahlen sollen. Dafür kommt dann der Bürger auf, weil er bezahlt ja in die Krankenkassen ein und die Krankenkassen übernehmen dann Sanierungsarbeiten, die eigentlich
nicht Krankenkassenjobs sind. Ja, oder sie holen sich private Beteiligungen rein, wie in der CFM, war mit Helmer Dussmann, die dann ganz einfach die Investitionen tätigen. Ne? Die kaufen sich dann ein und schöpfen dann öffentliche Gelder ab. Ne? Also das ist ja dann auch nochmal eine Finanzierungsschiene, die ganz einfach zu vermeiden ist.